Wilma. Und ihr Vater Roland. Er 67, das kleine Mädchen 15 Monate. Wie ist das so spät im Leben, noch einmal ein Baby zu bekommen? So, den Apfel noch für die Wilma. Das kam eigentlich wie aus heiterem Himmel vor 3 Jahren auf mich zu. Und dann habe ich gesagt, was jetzt noch kommt im Alter, damals war ich auch schon 65, das muss man einfach zulassen. Guck mal, da ist dein Wutzwutz. Wer sind sie, die späten Väter? Menschen, die sich radikal selbst verwirklichen und für immer jung bleiben wollen? 75 Lebensjahre liegen zwischen Bernhard und seiner Tochter Lauren. Wie schultert man so eine große Aufgabe? In einem Alter, in dem andere sich längst zur Ruhe setzen. Und wie geht es dem Nachwuchs damit? Lisa übt Traktorfahren. Sie ist 17. Ihr Vater Gary, der geduldige Lehrer, 82. So, sie muss das auf alle Fälle lernen. Es ist besser, es ihr jetzt beizubringen, als irgendwann, wenn ich im Rollstuhl sitze. Schieb den Heuballen noch ein bisschen nach hinten. Ja, so ist es gut. Roland und Elena kannten sich noch nicht lange, als sich unerwartet die kleine Wilma ankündigte. Elena zog zu Roland, gab ihre Arbeit als Rettungsassistentin auf. Sie heirateten. Hast du Autoschlüssel von Papa? Roland ist Musiker. Vor einigen Jahren starb seine erste Frau. Das ist seine zweite Familie. Im Augenblick aber dreht sich alles um sie, Wilma. Roland kümmert sich morgens um das kleine Mädchen. Elena darf ausschlafen. Sie stillt nachts noch. Bist du arm? Ich habe ja auch die Erfahrung schon mit 3 Kindern, aus meiner ersten Ehe. Und damals habe ich alles völlig anders erfahren, weil da war ich ungefähr Anfang 30 und habe damals schon ziemlich extreme Ethnomusik gemacht irgendwie. Also musste irgendwie gucken, dass die Familie finanziell über die Runden bringt und so ein Kind wickeln oder sonst was. Das war überhaupt nicht meine Sache. Oh, der Garten. Oh, ei, ei. Und jetzt Wilma. Rolands 4. Kind. Ist da alles anders? Auf alle Fälle verbringen sie viel Zeit miteinander. Nachmittags am liebsten im Garten. Tomaten pflanzen, Zwiebeln setzen. Ankommen im gemeinsamen Leben. Auch für die 27-jährige Elena hat sich in kurzer Zeit viel verändert. Das ist mir einfach passiert. Und das ist der Trick an den Plänen. Die gehen eh nie auf. Das braucht man gar nicht mehr machen, planen. Weil es kommt immer anders, wie man sich es vorstellt. Und wenn man dann zu viel Vorstellung hat in das, was man geplant hat, ist man hinterher enttäuscht, wenn es nicht klappt. Aber wahrscheinlich ist es nämlich genau das, was mich am allermeisten immer abgeschreckt hat. Kinder kriegen, sesshaft werden, Schrebergarten, Stadt. Ist irgendwie dann doch das Erfüllendste geworden. Ich fühle mich jetzt im Moment gerade in einer ziemlich glücklichen Phase irgendwie. Ich kann jetzt wieder die Tour, geht jetzt dann los, Musik machen. Manchmal fehlt mir das, wenn so 3-4 Monate gar nichts läuft oder nicht viel. Dann spiele ich zwar zu Hause schon öfter mal, aber mir fehlt dann das Backing oder die Kommunikation irgendwie halt. Bald beginnt Rolands Tournee. Und Elena? Die überlegt, ob sie noch studiert. Dann beginnt wieder etwas Neues. Voll bepackt unterwegs mit Kleinkind und Kinderwagen. Aber Bernhard. Diana. Hier. Nein, Kinderwagen. Hier. Okay. Go here. Das habe ich gar nicht gewusst.
Sein Beruf als Optiker war ihm wichtig, seine Hobbys und Reisen. Hey, Laurin, guck mal. Bis er dann die Frau traf, die sein Leben komplett auf den Kopf stellte. Runter guckst du an manche Stellen. Ganz tief. Nice, gell? Ich wollte schon lange mal euch das zeigen. Ah, das habe ich verpasst vor 30 Jahren. Aber jetzt kann ich es nachholen. Und jetzt ist es natürlich sehr kompliziert. Aber das ist schon recht. Ich versuche alles andere zurückzustellen. Und das ist jetzt das Wichtigste. Und auch die Zukunft für Sie, das macht mir Probleme, gell? Ganz schön viele Aufgaben für Bernhard. Jetzt muss er für seine Frau und für seine Tochter Laureen sorgen. Da ist prima. Ja? Lass ihn mal da. Da ist ein weichen Schnee noch. Okay. Hier in der Sonne. You try, huh? Ja, Laureen ist better. Die entdeckt gerade die Welt. Komm. Ja, das ist besser. Kann er spüren, was sie gerade braucht? Tut mir leid. Unglaublich, innerhalb 4 Wochen läuft sie so rum. Komm, wir gehen Papa. Weiter. Komm. Ist noch weit bis heim, gell? Komm mit, Papa. Oder ist dafür nur Diana zuständig? Bernhard hat sie auf einer Reise kennengelernt, in Kenia. Sie arbeitete in dem Hotel in Mombasa, in dem er Urlaub machte. Ich habe auch gleich gemerkt, sie ist intelligent. Und die Intelligenz hat mich begeistert. Sie war damals 25. Und dann war das so eine Begeisterung für mich, dass ich gesagt habe, ich probiere noch mal runterzugehen. It took me some time. Bei mir hat das ein bisschen gedauert. Aber ich lerne ihn immer besser kennen. I'm still learning. Der Altersunterschied, das ist nicht gerade einfach. Is not that easy. Auch für Bernhard ist das jetzt ein neues Leben. Umso wichtiger ist so ein Tag draußen. Durchatmen, Kraft tanken für ihren anstrengenden Alltag. Was denkst du? Ja, vielleicht denkst du daran. Ja. Auch der Amerikaner Gary hat hier vor einiger Zeit noch einmal ganz neu angefangen. Lisa und ihre Mutter Petra sind jetzt seine Familie. Anfang der 90er Jahre lernte er bei einem Besuch in Deutschland Petra kennen. Der Westernreiter aus den USA beschloss zu bleiben. Liebgewonnenes Ritual, Reitunterricht am Sonntagmorgen. Gib ihm einen kleinen Stups. Achte auf den Rhythmus. Lass wieder los. Gary ist Meister in der Kunst, Pferde mit kleinen, unauffälligen Bewegungen und Geräuschen zu dirigieren. Petra, selbst eine ausgezeichnete Reiterin, nimmt immer noch gerne Stunden bei ihm. Als wir uns kennenlernten, war ich 32. Und als wir uns dann miteinander verliebten und miteinander lebten, dann war auch, also ich war klar, also wenn ich ein Kind haben wollte, dann halt mit Gary. Gary war 64, als ihre Tochter Lisa auf die Welt kam und Ende 70, als sie vor 3 Jahren gemeinsam den Buchenhof kauften. Der Hof soll sich, soll sich selber tragen und es wäre auch schön, wenn er dann irgendwann dazu beitragen würde, dass wir davon leben können. Zurzeit gibt Gary halt noch Unterricht und bereitet Pferde. Und ich bin im Moment dabei, halt noch eine Arbeitsstelle zu suchen und würde gerne noch Teilzeit arbeiten. Sind die Bananenpfannkuchen fertig? American Pancakes. Noch so ein sonntägliches Ritual. Lisa und ihr Vater backen sie immer gemeinsam. Okay, I'm going to fry eggs. Ein spätes, deftiges Frühstück. Danach geht es weiter im Stall. Da wird dann auch Lisa mit dabei sein. Auf dem Reiterhof wird jede Hand gebraucht. I hope you enjoy your meal. I hope you do too. Gibst du mir die Milch auch mal bitte, Lisa? Elena und Wilma auf dem Weg zu Roland. Der ist auf Tournee mit seiner Band Guru Guru. Lass den Kopfhörer auf, es wird laut nachher. Die Mütze muss nicht aufziehen. Und spielt heute Abend ganz in der Nähe ihrer Stadt. Anlass für die beiden vorbeizuschauen. Und Wilma? Die krabbelt schon seit Babytagen bei Proben auf der Bühne herum. Jetzt sind auch wirklich viele Konzerte, weil wir dieses Jahr 50-jähriges
Oh, was ist? Wilma, was ist denn? Hm? Willst du gar nicht dabei sein? Okay, aber wo willst du hin? Naja. Also, was wollte ich sagen? Ah, 50 Jahre Guru Guru. Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber trotzdem auch schon Mitte der 70er Jahre dazugestoßen. Und entsprechend viele Konzerte sind gebucht. Der Elena graust schon ein bisschen irgendwie. Ich bin halt dann immer 3-4 Tage on the road und sie fängt jetzt auch noch ein Studium an. Und da wird sich einiges verändern in unserem Timing, wer was macht. Für Roland läuft es gerade richtig gut. Er bekommt Gagen, von denen er entspannt leben kann. Das war nicht immer so. Die Band hat viele treue Fans. Elena ist einer von ihnen. Sie hat früher sogar Konzerte mit Guru Guru organisiert. Für Roland hat sie sich da allerdings noch nicht interessiert. Witzigerweise war ich viel früher mit der Band befreundet, als dass ich mit dem Roland je ein Wort gewechselt habe. Ich habe mal eine Party gemacht und da haben die mal bei mir gespielt. Und alle waren recht freundlich, nur der Roland war sehr reserviert. Und ich kann mich auch überhaupt nie erinnern, dass ich je ein Wort mit ihm gewechselt hätte. Kann schon sein, dass ich da ein bisschen anders drauf war mit ein paar Sachen in meinem Leben. Unzufrieden. Das hat sich dann ein bisschen auch auf die Musik ausgewirkt. Irgendwie werden damals auch ein bisschen eine Krise. So, durch diese Beziehung war, mit der Elena hat sich dann wieder einiges aufgeklärt. Am meisten hat sich eben verändert, als dann ich einen Anruf gekriegt habe. Pass mal auf, oder nicht pass mal auf, sondern eher fast in Tränen aufgelöst, dass sie schwanger ist irgendwie. Und das war natürlich für sie fast ein größerer Schock wie für mich. Laureen. Auch bei Bernhard und Diana dreht sich das Leben im Augenblick um ihre kleine Tochter. Achso, die gibt Scheiß noch von der vom Grießbrei. Wie war das bei Ihnen? Wie entstand die Idee, eine Familie zu gründen? Was gab Bernhard den Anstoß, so spät noch Vater zu werden? In Afrika wird man sehr geächtet, sagen wir mal. Vielleicht ist es nicht das richtige Wort, wenn man kein Kind hat. Eine Frau, und sie ist jetzt 38, die muss ein Kind haben. So ein bisschen die Bedingung? Es war schon Bedingung, aber ich wollte es auch. Sie stellen mir ständig Fragen. Stress. Was läuft falsch bei dir? Du musst dein Kind kriegen. You have to get a child. Dann sage ich mir, was hast du da gemacht? Ist es verantwortungsvoll? Kubla. 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 Jetzt bist du da, gell? Du bist die Galle, gell? Aber nicht nur Laureen, auch Diana braucht Bernhards Unterstützung. In jeder Hinsicht. Wenn ihm etwas passiert, ist sie mittellos, ohne jedes Einkommen. Denn seine Rente ist an ihn gekoppelt. Diana möchte für sich selbst sorgen können. Erster Schritt: Deutsch lernen. Jeden Nachmittag fährt Bernhard sie in die Volkshochschule. Okay, thank you a lot. Ciao. Schläft sie weiter oder wacht sie auf? Genau davon hängt ab, wie dieser Nachmittag für Bernhard verlaufen wird. Sehr entspannt oder anstrengend? Oh, Schatzele, ist aufgewacht, hm? 3 Stunden kümmert sich Bernhard jetzt um seine Tochter. Dann holt er Diana wieder ab. Wie tickt so ein kleines Wesen? Was braucht es?
Das mache ich jetzt. Was fehlt ihr gerade? Wie kann ich sie beruhigen? Für Bernhard, der nie etwas mit Kindern zu tun hatte, ist vieles ein Rätsel. Und niemand ist da, den er um Rat fragen könnte. Oh. Komm, nimm den Schnuller. Jetzt ist gut. Rein zeitlich bin ich überfordert. Und ich habe Angst, dass ich unter diesen Stresssituationen eben auch nicht gesund bleibe. Komm, mal probier's nochmal. Dann kannst du nämlich schlafen. Das ist dir zu heiß, glaube ich. Das ist dir zu heiß. Meistens muss ich ja in der Zeit die Windel wechseln. Da rennt sie dann im Ecken rum und macht. Und dann weiß ich, aha, jetzt stinkt's bald. Und dann kurz vor vier, wenn ich die Diana abholen will, macht die mir noch in die Hosen. Dann muss ich das schnell wechseln. Dann gibt es Stress. Und an manchen Tagen, da wehrt sie sich so, da hat man richtig einen Kampf. Ne? Wo die Schuhe sind, bleib dort. Komm gleich. Das ist. Lauren bleibt oben, zum Glück. Und das nächste Mal legt sich Bernhard alle Dinge, die er braucht, vorher zurecht. Er hat es versprochen. Dann können wir zu der Mama gehen. Mach den Schnulli nochmal raus. Grießbrei. Laurens gute Laune kommt zurück. Bernhard versteht seine Tochter jeden Tag ein bisschen besser. Okay, das gefällt mir. Und Lisa, der Teenager, die hier auf dem Hof ihrer Eltern so ganz selbstverständlich mitarbeitet. Wie schaut sie auf ihren Vater und sein hohes Alter? Denkt sie darüber nach? Wie ist das, wenn er sie irgendwo abholt? Heißt es dann manchmal, dein Opa ist da? Ist dir das eventuell sogar peinlich? Also früher, als wir im anderen Haus noch gewohnt haben, war die Grundschule halt nicht so weit weg. Und dann, also es war halt vielleicht so ein Kilometer oder so. Und dann hat der mich halt öfter mal auf meinem Pferd abgeholt oder so, ist dann hochgeritten und hat mich draufgesetzt, ist wieder runtergelaufen. Das war schon ziemlich cool für so einen Grundschüler. Cool, das Gegenteil von peinlich. Aber wer sonst hat schon einen Pferdeflüsterer zum Vater? Einen Amerikaner, der so gut reiten kann wie Gary. Pferd. Denkt sich, alles klar. Trotzdem, 64 Jahre beträgt ihr Altersunterschied. Und geh in deinen eigenen Stall. Auf der anderen Seite könnte es ja auch sein, dass dein Vater zum Beispiel gar nicht mehr erlebt, wie du selber mal Kinder kriegst. Spielt das eine Rolle oder lebt ihr da so ganz im Augenblick? Keine Ahnung, ich meine, klar muss man drüber nachdenken, aber. It's all right. Schwere Frage. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt? Very good. An diesem Samstagnachmittag jedenfalls sind alle drei im Hier und Jetzt. Sie bauen einen Longierzirkel für ihre Pensionspferde. Ich hasse Ameisen. I wanna this one out. Die 17-jährige Lisa packt souverän mit an, weiß, was zu tun ist. Der Hof ist ihr gemeinsames Projekt. Viel Verantwortung für alle, für Petra, Gary und auch Lisa. Sie ist voll mit im Boot. It's ready to go, isn't it? Okay, that's good to hold that just for now. This size place. Höfe, die so groß sind wie unsere, haben es ziemlich schwer. Die meisten Betriebe sind alteingesessen und viel größer. Davon kann dann eine Familie leben. Sie haben mindestens 50 Pensionspferde.
Also Gary ist für mich oft jünger als manch Mann in meinem Alter, ne, wo ich dann denke, der ist so eingefahren und traut sich nichts mehr, versucht nichts mehr. Und Gary macht das immer noch. Ne? Also wir haben jetzt hier vor 3 Jahren den Hof gekauft und der lässt sich immer noch auf sowas ein. Ne? Und das ist einfach er, ob er jetzt älter ist oder nicht. Und warum soll ich mir jetzt darüber, wer weiß, wie Gedanken machen, was ist, wenn Gary irgendwann mal nicht mehr sein sollte? Wenn es so kommt, dann werde ich mir dann halt Sorgen machen und nicht jetzt die Zeit mit Sorgen verbringen, die wir eben noch haben. Das war gar nicht so schlecht, Lizzie. Gut gemacht. Oh ja. An einen See fahren, an Bodensee fahren, Titisee fahren. Sich Offenheit und Neugier bewahren bis ins hohe Alter? Sind sie so die späten Väter? Auch Bernhard lässt sich auf etwas Neues ein, tauscht sein ganz auf sich bezogenes Leben ein gegen den turbulenten Alltag mit Kleinkind voller Wärme, aber auch mit einer schier endlosen Zahl an Verpflichtungen. Jeden Morgen nach dem Frühstück hilft er Diana bei ihren Hausaufgaben. Oh, die Mama kommt doch wieder. Aber wie sich konzentrieren, wenn sich gleichzeitig ein kleiner Mensch vernachlässigt fühlt? Siehst du, da ist sie doch schon wieder. Diana will noch ein zweites Kind. Wenn alles gut geht, sie braucht einen Bruder oder eine Schwester. Allein sein ist nicht gut. Alone is not good. Ganz schön viel, was da auf Bernhard einstürmt. Seine Frau hat viele Forderungen an ihr gemeinsames Leben. Ob er sie alle erfüllen kann? Was ist deine Schnuller? Ist deine Schnuller? Ich glaube, die hat Zahnweh weggenommen. Ist das so quengelig? Jetzt 20 Uhr ist okay. Diana hat aber auch noch eine andere, ganz realistische Seite. Einverstanden? Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Ja, das ist normal. Aber das ist Quatsch. Frage, nicht Punkt. Ja, um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Frage. I have to learn Deutsch. Ich muss Deutsch lernen. Und wenn ich gut genug bin, schaue ich, welcher Job zu mir passt. Good for me oder what suits me? Ja, for which job? Because I have to work here. Ich muss arbeiten. Ich bin verantwortlich für Lauren. Mein Mann ist alt. Mein Mann ist alt. Es kann alles Mögliche passieren. And I have fear. Ich habe Angst. Ja, davor habe ich Angst. Das ist nicht einfach für mich. It's not really light. Wenn morgen irgendetwas passiert, was kann ich da tun? If anything happens tomorrow, what can I do? Auf eigenen Füßen stehen. Absolut selbstverständlich. Auch für Elena. Gleich muss sie los. An die Uni in eine andere Stadt. Dort hält sie heute ihre erste Präsentation. Wie schön, dass Roland ihr das Frühstück macht. Wie weit bist du? Soll ich ein Ei machen oder brauchst du noch vom Du kannst ruhig ein Ei machen. Ha? Du kannst ruhig ein Ei machen schon mal. Elenas Studium hat begonnen und damit auch ein neues Leben für die drei. Dann sag mal ein bisschen mehr essen wieder. Ab jetzt wird sie 2 Tage in der Woche unterwegs sein. Und vielleicht guck ich mal kurz nach unseren Eiern, dass die nicht verbrennen. Und Roland kümmert sich um Wilma. Besorgungen, Spielplatz, Mittagessen. Volles Programm. Ja. Prima. Geht es? Wie viele Väter verbringen mehrmals in der Woche einen ganzen Tag mit ihrem Kleinkind? Ohne Anrufe vom Chef oder dringende E-Mails? Gilt das eher bei den späten Vätern? Dann, wenn Karrierepläne abgearbeitet und das Nest gebaut sind? Vermutlich. Alles gut, ob sie noch Spielzeug hat. Aha. So schnell kann's passieren, gell? Oh, arme Wilma, hast du Buggy umgeschmissen? Roland jedenfalls ist die Ruhe in Person. Manchmal hakt es aber auch bei ihnen.
Zum Beispiel, wenn sich Unitage und Konzerte in die Quere kommen. Dann bleibt zum Verschnaufen nicht genug Zeit. Aber was mittlerweile der Wahnsinnsstress ist, ist die Fahrerei irgendwie. Also ich selber bin der Fahrer auch. Und im Schnitt geht so eine Runde mindestens 1000 Kilometer. Fährt man eben nach Kassel, dann nach Köln rüber und dann vielleicht noch nach Würzburg oder was weiß ich. Da bin ich dann schon ganz schön kaputt. Also Elena meint, ich hätte schlechte Laune, aber ich bin einfach... Nächstes Ziel, Tennisplatz. Roland will Aufschläge üben. Am Anfang war es so, dass sie da immer geschlafen hat. Aber je älter sie wird, desto aktiver wird sie natürlich. Und ja, mit dem Ball macht sie auch schon ein bisschen was. Also nächstes Jahr kaufe ich ihr einen Schläger. Ein bisschen Zeit für das, was ihm selbst Spaß macht, nimmt er sich dann doch. Ist das die Stärke der späten Väter? Ihre Gelassenheit? Also ich habe schon viel Spaß. Klar, wenn jetzt die Elena im Fünfer heimkommt, dann habe ich mit ihr mich 8 Stunden beschäftigt. Dann denke ich, naja, jetzt mache ich mal was für mich. Aber ich habe keinen Abgebedruck oder sowas. Are you happy? We're going to Kenya, huh? Bist du glücklich? Wir fliegen nach Kenia. Dort triffst du Cousinen, Tanten und die Oma. Tante, Oma. Yes, I'm so happy. Ich bin so glücklich. Ich wünsche mir, es wäre schon morgen. Ich vermisse meine Familie. Ich vermisse sie sehr. My family. I do miss them a lot. Schon übermorgen geht es los. Bernhard kommt zum ersten Mal nicht mit. Ihm ist es dort jetzt zu heiß und zu anstrengend. Diesen Zwischenraum, da verstecke ich immer. Aber gerade. Ich glaube, den Mantel kannst du nicht mitnehmen für deine Mutter. I want to check this mantel oder Jacke. Ich will, dass wir uns jetzt mal die Jacke für meine Mutter oder meinen Vater anschauen, als Geschenk. Papa, als Geschenk. Dianas 10 Geschwister, ihre Eltern, Tanten, Cousinen, alle in der großen Familie bekommen etwas mitgebracht. Das ist eine Heckenschere zum was schneiden am Baum. Das machen wir das gerade mal da zwischen die Kleider rein. Aber sie ist wirklich zu? Jetzt bin ich wirklich gewöhnt, mit jemandem zusammenleben. Und das Kind ist ja auch wichtig. Das ist, gell? Das ist so toll. Diese ganzen Mühen, die wir mit dir haben, ist trotzdem das wert. Gell, mein Schatz? Du willst das alles tragen. Du hast 2 Koffer. Du hast das Baby, du hast den Kinderwagen und den Rucksack. Und dann willst du noch eine Tasche, das geht nicht. Ich nehme nur den. Was mache ich ohne dich? Da habe ich weniger Arbeit. Aber das ist auch nicht das Richtige. Werdet ihr oft telefonieren? Ja, jeden Tag. Und dann jeden Tag telefonieren. Aber schon Rechnung. Naja. Oh, ich freue mich jetzt auf den Kaffee. Mein Gott, wie viele Leute waren denn dort? 300. 300 Leute? Ja, klar. Und der hat aber so ein schönes Hemd an. Diana ist es von zu Hause gewohnt, immer mit vielen anderen zusammen zu sein. Vor allem mit ihrer Familie. Hier sieht sie an manchen Tagen ausschließlich Bernhard und Lauren. Für eine Kenianerin extrem ungewohnt. Papa Saib, du kennst Beatrice? Wenn ich jetzt gebraten werde wegen dir. Auf dem Buchenhof baut Lisa einen neuen Zaun. Jan, ein Freund aus der Schule, hilft ihr dabei. Der mag es hier draußen. Eine Familie, die viel gemeinsam stemmt. Auch Lisas Vater, irgendwie faszinierend. Mein Vater ist jetzt Ende 50. Ich finde das okay. Ich meine, ich dachte immer, der wäre alt. Und dann bin ich zu Lisa gekommen und dann hieß es, ja, mein Vater ist schon Mitte 80. Ich so, ja, dann gehe ich jetzt, weil mein Vater ist halt dagegen recht jung.
Und ich finde, das ist wichtig, dass man nicht aufgibt einfach, so wie Gary das macht. Ich finde das schon echt beeindruckend, dass der hier noch mit Pferden viel zu tun hat, also dass er selber noch walten geht. Und sowas findet man halt nicht oft. Und Respekt. Wunderschöne Müllhalde hier. Alter. Alter. Das ist ein Lagerplatz, verstehst du? Ein Lagerplatz für Zaunpfähle. Die Pferde dürfen heute zum ersten Mal auf die Weide. Dafür brauchen sie einen stabilen Zaun. Freundlich im Hintergrund Gary mit dem richtigen Werkzeug. Hier, klemme nicht die Finger ein. Ja, warum ich? Ja, weil du das jetzt machen sollst. Warte, stopp, 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 stopp. Also, ich hätte es jetzt einfach nur runterfallen lassen. Hier, mach. Nein, du musst es so runterziehen. Ach, runterziehen? Ja. Wer hier den Ton angibt? Keine Frage. In praktischen Dingen macht Lisa so schnell keiner was vor. Jawohl. Alt. Du stellst mich hier tatsächlich die größte Psycho oder so. Tolles Mädchen. Okay, one, two, three. Endlich dürfen sie raus. Was für ein Moment. Jetzt sind alle ruhig. Und ihr seid glücklich. Bernhard dagegen ist ganz allein. 6 lange Wochen. Diana und Lauren immer noch in Kenia. Genießt er die Ruhe? Diese letzten 2 Jahre oder 1,5 Jahre mit dem Kind, die waren sehr arbeitsreich oder sehr beschäftigt mit Kleinigkeiten. Und jetzt ist das Haus so leer, ich fühle mich nicht mehr so wohl wie vorher. Das heißt, ich vermisse dich. Sag's nochmal. Sag es. Ich und Lauren vermissen dich. But first you come back. Also, my chicken. Bye, bye. Jetzt möchte sie noch ein zweites Kind. Es wäre auch schön, wenn man vielleicht einen Sohn hat. Das ist auch sehr gut für das Kind, wenn die zu zweit sind. Aber es geht über meine Kapazität raus. Nicht nur das Sexuelle, sondern auch das ganze Aufgabengebiet. Wie befreiend. Mal wieder einen ganzen Nachmittag ungestört werkeln und die Zeit einfach vergessen. Wenn ich sowas mache, dann habe ich keine Probleme. Dann denke ich nicht über Probleme nach. Nur eine kleine Reparatur. Dann ist der alte Rennkäfer wieder startklar. Oh la la. Bernhard liebt alte Autos. Für kurze Zeit schlüpft er zurück in sein altes Leben. Am Wochenende ist ganz in der Nähe ein Autorennen. Dort hat er sich angemeldet. Ein letztes Mal will er seinen geliebten Rennkäfer so richtig ausfahren und ihn danach verkaufen. Roland feuert den Grill an. Seine 3 erwachsenen Kinder kommen zum Essen. Einfach ein kleiner Dschungel. Elena erntet Tomaten für den Salat. Für sie war das am Anfang keine so ganz einfache Konstellation. Denn sie ist sogar noch ein wenig jünger als Rolands große Kinder. Und dann auch noch Wilma. Ich habe mir halt eh immer ein kleineres Geschwister, weil ich ja der Jüngste bin, habe ich immer gewünscht, ein kleineres Geschwisterchen noch zu haben. Es kommt halt ein bisschen spät so, aber es ist nicht zu spät, immerhin so. Wird halt super heiß. Rolands erste Frau starb vor einigen Jahren. Das Glück mit der neuen Familie gönnen ihm seine Kinder. Die schmecken so auch. Die sind ja nicht schwarz. Guten Abend.
Was? Salat können sie essen, oder? Was machen die Pflanzen? Sind sie gekommen, die wir eingepflanzt haben? Also die Gurken haben sich sehr schwer getan. Echt? Da ist auch noch Senf irgendwo. Rolands Garten lieben alle. Es ist ihr Treffpunkt. Der Senf ist hier. Wilma, vor dem auch Essen. Aber wir haben früher keinen Tischbruch gemacht, deswegen brauchen wir jetzt auch keinen machen. Deswegen seid ihr aber so missraten. Nee, genau. Aber wir machen das. Irgendwann taucht die Frage auf, wie war das eigentlich bei uns früher so in der Familie? Unsere Mutter war dann natürlich auch sehr viel alleine. Also ich hatte schon so das Gefühl, dass schon phasenweise zumindest unsere Mutter schon auch präsenter natürlich für uns war. Ja gut, es kam halt dazu, dass ich oft auf Konzerte war. Mal 3 Monate in Indien zum Beispiel, 85 oder so, 86, wo ich der ganze Winter weg war. Klar, dann habt ihr halt voll... Ich war dann. Ja gut, da war ich 3, ich war geboren. Da hat die Elli voll die Verantwortung gehabt irgendwie. Ja, das ist schon krass. Das ist schon klar. Aber und der Franz war nicht so. Ich war halt auch mehr oder weniger so... überzeugt von dem, was ich mache, dass ich das halt dann durchgezogen habe. Ja, heute profitiere ich davon, aber das dass da manche Sachen auf der Strecke geblieben sind. Ist ja auch klar. Ich glaube, da wird die Wilma noch einige Freude haben. Später mal. Ihren Papa. Ne, so ein Rollstuhl mit 90 oder 100 durch die Allee schieben. Ich will ja gar nicht drüber nachdenken, weil das Leben ist halt endlich. Ja, hier jetzt so. Müde, missmutig. Sie kann kaum aufstehen. Laureen sitzt der Rückflug aus Kenia noch in den Knochen. Jetzt muss sie mit ihren Eltern gleich wieder irgendwo hin. Aber denen ist dieser Termin sehr wichtig. Es geht um Diana. Darum, irgendwann eigenes Geld zu verdienen, unabhängiger zu werden und damit auch Bernhard zu entlasten. Er hat für sie eine Beratung bei der Arbeitsagentur vereinbart. So, hallo, grüße Sie. Perfekt, Sie gehen gerade hier rum und dann hole ich Sie ab. Bisschen eng bei mir. Ja, du möchtest irgendwie mal arbeiten gehen. Ja, sure. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Hoffentlich Englisch ist besser. Aber jetzt probieren wir es mal in Deutsch. In Deutsch, ja. Ich weiß jetzt nicht, das Kind kann auch von Ihnen betreut werden, ja, oder? Also ich bin schon gerne bereit, halbtag. Ich bin ja Rentner und habe Zeit. Dass sie wenigstens einen halben Tag sowohl Schule macht oder einen halben Tag irgendwie eine Arbeit nachgeht oder auch was lernt. Hospitieren Sie einfach mal in einem Kindergarten, wissen Sie vielleicht schon, wie es in Deutschland zugeht, dann in einem Altenheim, mobile Pflege, dann vielleicht auch mal im Büro zu hospitieren. Es gibt ja viele Berufe, die Sie lernen können, von dem her stehen Ihnen viele Türen offen. Nur die Sprache müssen Sie zuerst kennen. Ein Ausbildungsplatz, eigenes Geld. So unerreichbar fern ist das für Diana nicht. Zumindest war das hier ein erster Schritt. So, jetzt probieren wir. Hoppala. Und Bernhard, der späte Vater, kommt er langsam an in seiner neuen Rolle? Sieht ganz so aus. Laureen hat ihn vermisst, das ist überdeutlich. Diana spielt gerade die zweite Geige. Laureen möchte zu ihrem Vater auf den Schoß. Lisa ist auf den Spuren ihres Vaters als junger Mann. Es sind Sommerferien. Sie will ihre erwachsenen Halbgeschwister in den USA besuchen. Mein Halbbruder, also wir haben halt telefoniert und der meinte halt, wir fahren nach New York, wir fahren nach Philadelphia und wir chillen halt bei dem zu Hause. Bedeutend tut sie mir schon viel, weil ich meine, ich sehe ihn ja nicht so oft. Also generell die Familie drüben sehe ich ja nicht so oft. Und jetzt dahin zu fliegen, das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Es ist ihre erste große Reise, alleine, ohne Eltern, in die Heimat ihres Vaters. Ein Schritt raus in die Welt, ins Erwachsenwerden. Neue Jacke.
Toll. Lisa hat sich schick gemacht. Bevor sie aufbricht, gehen alle noch mal richtig schön essen. Wie passen die Farben zusammen, Tochter? Du bist meine Modeberaterin. Grün und Rot nicht so gut? Okay. Prost, ha? Prost. Wow. Prost. Guten Start für unsere Heuernte. Holiday season. Oh ja, Ferien. Aber du wirst ja wohl kaum an unser Heu denken, wenn du in New York bist. In New York City, huh? Wow. Mitten in der Heuernte lassen sie Lisa ziehen. Der späte Vater lässt seine Tochter los. Ja, sie wird Dinge sehen, die sie nicht sehen würde, wenn sie mit uns unterwegs wäre. Ich würde nicht nach New York fliegen oder nach Philadelphia. Die Städte sind mir einfach zu groß. Ponys versorgen. Das allerletzte Mal, bevor Lisa in die Heimat ihres 64 Jahre älteren Vaters aufbricht. Ihre amerikanischen Halbgeschwister sind weit in den 50ern. Sie können ihr, dem Kind eines späten Vaters, auch Rückhalt geben. Ich meine, jeder denkt von seinem Vater anders. Ich glaube, mein Vater hat einen ziemlich guten Job gemacht. So, und ich meine, er war halt wirklich immer da, auch wenn er halt vielleicht tagsüber weg war. Ich meine, abends war er immer wieder da. Das war gut. Ich glaube, wir sind eine Familie wie jeder andere auch. Ich meine, Alter spielt in dem Sinne ja keine Rolle so. Engelche, Engelche, flieh! Ob das Alter dann wirklich überhaupt keine Rolle spielt? Alles ist endlich. Die Liebe, das Leben. Rituale helfen vielleicht bei der Angst vor Verlust. Jetzt machen wir mal Pause. Hat sie wahrscheinlich hier in mich verliebt, könnte man sagen. Oder wir in uns. Nein, 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 nein. Zu der alten Eiche kehren sie immer wieder zurück. Ihr Ritual. Der Baum hat auch ganz viel Kraft irgendwie. Der ist uralt. Ich bin auch ziemlich alt. Und habe aber auch noch Kraft. Und vielleicht gibt mir das auch Inspiration. Und ja, das ist die kleine Geschichte vom Magic Tree. Und das ist ein Magic Baby. Darüber haben sie sogar ein Lied gemacht. Über den Baum, der dem späten Vater Mut gibt. Who loveth life, can't you see?